So, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt müsste man mich auch hören. Jetzt der Ton und das Bild da. Und jetzt kann es losgehen. Herzlich willkommen zum Webinar 4 einfache und effektive DAX-Strategien für Einsteiger oder für jedermann, kann man sagen. Also das Webinar haben wir ja schon mal vor 5, 6 Monaten angeboten. Und es geht ja heute und in den nächsten, ja, 45, 50 Minuten um 4 sehr simple DAX-Strategien, die eigentlich ein jeder von Ihnen nachhandeln kann, effektiv, schnell, ohne Programmierkenntnisse und wirklich ganz schnell einzurichten. Darum geht es, ne? Es geht darum, hier Ihnen ein kleines Angebot vorzustellen, was wir selbst kostenfrei anbieten auf der Webseite für alle, die hier mit NanoTrader bei uns handeln möchten oder schon handeln und die nicht viel Zeit investieren möchten und die aber trotzdem, wenn möglich, täglich, ja, oder zumindest einige Male täglich, beziehungsweise einige Tage pro Woche den DAX handeln möchten. Vor allen Dingen in den Morgenstunden. Das sind so die meisten Strategien, die darauf abzielen. Also der Turnaround Tuesday zum Beispiel zielt ein bisschen darauf ab, auf die morgendliche Wandlung und auf die nächtliche Wandlung zwischen Montag und Dienstag. Morning Buy so und so, wie auch Open Trade und der Daily DAX, der ist ein bisschen so für die Mittagszeit gedacht. Aber wir kommen da jetzt bei jeder Strategie im Einzelnen dazu und kann Sie wieder einladen, aktiv teilzunehmen. Wenn Sie Fragen haben zum Thema, dann stellen Sie diese bitte im Fragenmodul. Bitte Fragen, die nicht zum Thema gehören, mir persönlich dann per E-Mail stellen, anrufen oder in unseren allgemeinen Chat gehen. Fragen, die jetzt nicht zum Thema gehören, so nicht zu den 4 Strategien gehören werden und muss ich dann umgehen, beziehungsweise auslassen. Dafür haben wir heute leider keine Zeit. Aber die können wir zu jedem beliebigen Zeitpunkt gerne nachholen. Also, wir fangen an mit diesen 4 Strategien oder Ihnen erstmal zu zeigen, so ein bisschen, was sind diese Strategien, wo kommen die Strategien eigentlich her? Teil von was sind die Teil, was kosten die, wo finden Sie was darüber, über diese 4 Strategien? Auf der Webseite, Beschreibung, wo kann man die dann einsetzen? Und natürlich kommen wir dann zu jeder Strategie ein bisschen im Einzelnen, im Detail und zeige Ihnen erstmal so ein bisschen auf einer Folie, was es sich dabei handelt, was die Kernelemente der Strategie sind. Ja, also was die Essenz ist, wann die in Position geht, wann die eventuell schließt, ob und wenn ja, welches Money Management damit verbaut ist und wie man sie natürlich dann auch anwendet im NanoTrader. So, für alle, die das noch nicht gelesen haben, können da ganz einen kurzen Blick drauf werfen. Das ist der typische Risikohinweis, sind wir da verpflichtet, natürlich bei jedem Webinar vorne anzustellen und zu zeigen. In Gänze kann der nachgelesen werden auf unserer Webseite. Da ist er in voller Länge zu finden. Und auch die aktuellen Zahlen sollten die sich noch in den letzten 24 Stunden geändert haben. So, auf unserer Webseite, wo wir schon dabei sind, steigen wir gerade mal auch hier ein, finden Sie auf unserer, so machen wir das jetzt mal ein bisschen anders hier, auf unserer Seite gehen wir mal hier auf die, hier machen wir noch eine zusätzliche auf. So, Moment, machen wir nochmal die Self-Invest. Die Strategien ist auch ein bisschen gruppiert, um dann auch bei jeder einzelnen mal was zu zeigen. Aber vorab möchte natürlich hoppla, ein bisschen zeigen, wo auf der Webseite das Ganze gefunden werden kann. Also der Überblick. Machen wir die Webseite jetzt mal auf Deutsch. Und ja, das ist unsere Startseite, wir selfinvest.de. Hier finden Sie alles zum Bereich Futures, CFD Forex, Aktien. Hier können Sie sich für ein Demokonto registrieren, für Webinare und Seminare eintragen. So wie Sie es ja für das heutige schon getan haben. Und hier können Sie live und in 5 Minuten etwa ein Echtzeit- oder Echtgeldkonto öffnen. Bei den Trading-Tools finden Sie unsere Strategien. Und in diesen 74 Strategien, die im Übrigen alle kostenfrei sind, ja, sowohl in der Demo als auch natürlich dann im Live-Konto, finden Sie auch die 4 heute vorgestellten. Hier haben Sie nochmal einen kurzen Überblick, was diese Strategien im Übrigen alle gemeinsam haben. Ja, die sind alle kostenlos für Kunden und auch in der NanoTrader Full-Plattform alle erhältlich. Im Free nur einige zur Ansicht, 5 Stück. Aber der Free kann ja auch gar kein Automatismus. Insofern
ist das logisch, dass die nur im Full vorhanden sind, weil nur der Nanotrader Full kann vollautomatisch auch handeln lassen. Ja, die Strategien wurden von professionellen Tradern entwickelt, von unseren eigenen Kunden, die unter anderem ja auch viele Profis beinhalten, von Trading-Bücherautoren zum Beispiel oder aus Trading-Büchern rausgenommen und dementsprechend umprogrammiert. Das sind alles keine eigenen Entdeckungen normalerweise oder eigenen Erfindungen, sondern verifizierte und schon bekannte und angewendete Strategien. Ja, alle ohne Programmierkenntnisse, das steht hier auch nochmal, Programmieren ist nicht notwendig, das ist ganz wichtig und es sind zum Teil auch wirklich leicht verständliche und sehr schnell anwendbare Strategien. Und was die alle gemeinsam haben, ist auch, dass das sogenannte Click-and-Use oder Plug-and-Use-Strategien sind. Also mit einem Klick anwendbar eigentlich auf jedes Instrument. Natürlich spezialisieren sich viele der Strategien auf ein bestimmtes Instrument oder eine bestimmte Instrumentengruppe oder auf einen bestimmten Trading-Rhythmus, Stil oder Uhrzeit. Das entnimmt man ja oft auf dem Namen. Aber man kann theoretisch alle Strategien auf alle Instrumente anwenden. In der Theorie wohlgemerkt. Denn eine Daily DAX-Strategie ist auch logisch, dass die dann eher für den DAX funktioniert als für Forex-Devisenpaare zum Beispiel. So. Die erste Strategie, die wir jetzt mal rausblicken wollen, oder wir können jetzt einfach mal gucken, wie die gegliedert sind. Hier sehen Sie zum Beispiel, dass in den letzten Strategien eine Breakaway Gap zum Beispiel, wenn ich da auf den Titel schon klicke und dann auf mehr, dann kommen wir auf die Beschreibung der Strategie und die Beschreibungen sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Es ist eine kurze Zusammenfassung oben hier in der Beschreibung zum Beispiel. Diese Strategie wird zum Beispiel von Harry Weigand oft angewendet, auch beschrieben im Buch Das große Godmode Trader Handbuch Teil 2. Und es ist immer hier so eine kleine Summary Box, da steht drin, für welche Instrumente die besonders gut geeignet sind und für welchen Trainingrhythmus etc. Und ja, und dann kommt die Strategie im Detail mit Screenshots, wann wird eine Position eingenommen, wann wird die Position geschlossen, wie kann das Ganze praktisch angewandt werden im Nanotrader. Und wenn wir jetzt mal auf unsere erste Strategie schauen, das ist der Daily DAX, da finden wir auch auf der Webseite dann logischerweise da eine Beschreibung zu und die haben wir hier. Ja, das ist dann jetzt aus den 74 die rausgepickt und auch hier steht, wie wir zu dieser Strategie gekommen sind, für welche Instrumente, die sich natürlich besonders eignen, in dem Fall für den DAX selber natürlich. Ja, aber man kann ihn als Future und CFD ja handeln, wie die Strategie im Detail funktioniert. Und das fasse ich Ihnen jetzt mal auf einem Slide zusammen. Hier haben Sie auch Backtesting-Ergebnisse zum Beispiel auf den DAX Future über 10 Jahre, wie die Strategie funktioniert hat. Ne? Oder hätte man sie denn gehandelt. Und das kann man sich dann alles anschauen. So, Strategie Nummer 1, die ich Ihnen heute eben zeige, von den 4 einfachen und simplen DAX-Strategien, ist die Daily DAX-Strategie. Daily DAX, weil ja, sie täglich theoretisch eine Position eröffnen kann. Nicht unbedingt muss. Warum nicht? Das erkläre ich Ihnen jetzt. Die Strategie besteht wie viele Strategien natürlich aus einer Art Indikatoren und Vorfilterung. Man muss natürlich gewisse Kriterien erstmal erfüllen, damit es ein Signal geben kann. Und in dem Fall dieser Strategie ist es so, dass hier 2 Trading-Konzepte miteinander kombiniert werden. Und zwar einmal, jetzt sehe ich hier gerade in den Fragen, dass man mich wohl nicht hört, dass der Ton nicht da wäre. Dabei sehe ich mich aber sowohl im Bild als auch im Ton. Ist denn der Ton da? Ich sehe hier, da habe ich mehrere Kommentare, der Ton wäre nicht da. Ob ich schon sprechen würde, man hört nichts. Ja, okay. Also jetzt habe ich bestimmt 10, 15 Kommentare bekommen, Ton wäre da. Okay, prima. Denke ich mal, dann ist es wahrscheinlich ein Problem, ein lokales Problem bei demjenigen Anwender. Aber der Ton ist für alle anderen offensichtlich bestens da. Prima. Gut, also fahren wir fort. Daily DAX auf einen Nenner gebracht, habe ich es hier stehen, einfach und auf den Punkt. Warum? Weil die Strategie wirklich simpel ist und auf den Punkt gebracht, weil es wirklich hier ein einfaches Entry gibt zu einer bestimmten Uhrzeit auf die Sekunde genau und eben auch einen bestimmten Exit auf die Minute genau. Und wir hier auch nicht mit dem Money Management arbeiten. Die Kombination verfolgt 2 Trading-Konzepte und kombiniert diese. Ja, es wird also einmal eine Trendrichtung bestimmt, ne, weil man muss auch wissen, in welche Richtung man handelt oder ob man
überhaupt in den Trade setzen sollte, falls die Richtung nicht stimmt oder verlassen wurde, falls die Trendrichtung nicht mehr da ist. Ja, der immer einen initialen Trend, der dem jetzigen Kurs, dem aktuellen Kursverlauf vorausläuft. Also wenn wir jetzt zum Beispiel aktuell in den letzten ein, zwei Stunden steigende DAX haben, ist denn der DAX auch steigend gewesen in den letzten 24 Stunden zum Beispiel. Wenn er davor eigentlich die letzten paar Tage nur gefallen ist, ist der initiale Trend eigentlich eher bärisch. Wir haben jetzt eine kurze positive Regression, wenn man so will. Oder auch umgekehrt. Also es wird eine Trendrichtung bestimmt und das macht der Moving Average Periode 10, also der GD10, der gleitende Durchschnitt. Und es wird eine Trendstärke bestimmt. Der ADX ist der Average Daily Range Indikator und der ist ja so ein bisschen für eine Bestimmung der Trendstärke bekannt. Wenn der über einem bestimmten Schwellenwert liegt, heißt das, wir haben hier eine gute und nachhaltige Trendstärke vorliegen. Also das ist also ein etwas stärkerer Trend, der schon lange anhält und der auch allmählich und gut weiter verfolgt wird und nicht dauernd in einem Seitwärtstrend zum Beispiel umschlägt. So, wenn diese Bedingungen, also wenn der ADX-Indikator einen positive Trendstärke aufweist und in dem Fall ist das ein Wert über 25, das ist der Schwellenwert, der jetzt für uns und für die Daily DAX-Strategie maßgeblich ist, wenn der diesen Schwellenwert von 25 oder drüber aufweist, dann ist das für uns eine gute Trendstärke, eine positive Trendstärke oder überhaupt, dann reden wir von einem starken Trend. Das muss die Strategie aufweisen und der Kurs muss ober oder unterhalb des gleitenden Durchschnitts 10 liegen. Ja, und Punkt halb zwei, täglich wohlgemerkt, das ist ja auch nicht Daily DAX, täglich guckt diese Strategie und das kann ja auch automatisiert werden. Und Punkt halb zwei auf diese Bedingungen, sprich, wo ist der Kurs? Ist der unterhalb oder überhalb des gleitenden Durchschnitts 10? Ja, und haben wir ja oder nein eine gute Trendstärke? Wenn die Trendstärke da ist, also wenn der ADX über 25 liegt, und jetzt schauen wir uns mal das linke Bild an von hier unten, da haben wir den Fall, da haben wir den ADX als kleines Unterfenster unterhalb des Mastercharts liegen und Sie sehen da, wo gehighlightet wird, wo auch das grüne Dreieck im Chart ist, das heißt, da ist das Signal, da ist 13.30 Uhr, gibt es eine grüne Hintergrundeinfärbung. Warum grün? Weil der Trend positiv ist, der Kurs liegt überhalb des GD10, ja, und deswegen gibt es eine grüne Einfärbung, sonst gäbe es eine rote, wie zum Beispiel hier rechts oder in dem rechten Bild. Da liegen wir unterhalb des GD10, sieht man ja auch, dass der Kurs drunter liegt, da auch. Und ja, und da sieht man den ADX zum gleichen Zeitpunkt. Und wenn wir hier so ein bisschen runtergehen mit der Maus, dann sehen wir, der Wert ist doch deutlicher als nur ganz knapp über der 25. Ne? Also hier rechts zum Beispiel haben wir einen Wert von 22,35, aber da liegen wir hier auch unten drunter und in der Kerze liegen wir vielleicht ungefähr jetzt bei da vielleicht 30 oder sowas. Ne? Also Trendstärke ist da, Wert über 25, ja, und der gleitende Durchschnitt liegt unterhalb des Kursverlaufs oder andersrum, der Kurs liegt überhalb des gleitenden Durchschnitts. Heißt für uns, beide Faktoren sind erfüllt in dem Fall, also wird Long eingekauft. Der DAX wird einfach gekauft. Sollte der GD30 über dem Kursverlauf liegen, also der Kurs drunter, und wir haben trotzdem einen starken Trend, gibt es einen Short Trade. Hier rechts sehen wir ein Bild, wo nicht beide Bedingungen übereinstimmen. Ja, da haben wir zum Beispiel die Bedingungen einstimmen natürlich immer, ne? Also es gibt, der Kurs ist immer entweder drunter oder drüber, aber da haben wir zum Beispiel keinen starken Trend. Schauen wir mal hier auf das rechte Bild, da wo der Masterchart rot einfärbt für einen theoretischen Short. Da haben wir aber einen Wert von ja ungefähr, würde ich sagen, 20, 21, 22, sowas, hoppla. Ne, also da sind wir doch drunter. Insofern gibt es auch kein rotes Dreieck über dieser Kerze. Also wird kein Trade eingenommen. Also Daily DAX kombiniert einfach, aber punktgenau zwei Trading-Konzepte aus Trendrichtung und Trendstärke. Und bei Einhaltung beider Bedingungen gibt es eben ein Kauf- oder ein Verkaufssignal. Und zwar nur, wenn die Trendstärke auch gegeben ist. Aus der Position gehen wir dann um 9:30 Uhr abends, lassen das Ganze laufen, der Flat-Filter. Das ist ja der Filter, der einfach dann zu einer bestimmten Uhrzeit, die wir einstellen, flat stellt. Gibt keinen Stopp und kein Gewinnziel. Ja, also Sie haben ja gesehen, wie positiv eigentlich der Backtest der letzten 10 Jahre zum Beispiel im FDAX gelaufen ist. Und ich zeige Ihnen das jetzt mal auf der Plattform nochmal. Wir schließen mal hier diesen Chart. Und
gehe ich mal hier in den DAX zum Beispiel mal rein, in FDAX, wenn er mir das jetzt öffnet. Bisschen langsam hier. So. Wäre schön, wenn er jetzt kommt. Da haben wir den Juni-Kontrakt, der aktuelle Verfall. Und jetzt passen Sie auf, jetzt zeige ich Ihnen auch mal, wie man die Strategie direkt einfügt. Ja, das ist auch nicht so ohne, muss man natürlich wissen. Ja, deswegen zeige ich es Ihnen jetzt. Sie gehen also auf Wertpapier auswählen, Chart öffnen, oben links hier in der Plattform. Dann tippen Sie einfach FDAX ein, das geht am schnellsten. Oder Sie klicken sich durch den CQG-Ordner. Und beim aktuellen Verfall machen Sie einfach einen rechten Mausklick drauf. So, Initialanalysen. Dann haben wir hier rechts die WHS-Strategien. Und dann suchen wir uns Daily DAX. Da sind wir schon, ne? Und wenn wir jetzt, und das ist das, was ich mit Plug and Use oder Plug and Play oder so, wie man das früher kennt, diesen Ausdruck, oder Click and Trade könnte man es auch nennen. Wenn ich es mit der Click and Trade Strategie jetzt hier einfach nutzen will, dann gehe ich einfach, wie gesagt, auf Chart öffnen, FDAX, Rechtszeit, Mausklick, Initialanalysen, WHS-Strategien, Daily DAX. So, und mit einem Klick wird jetzt diese von uns vorprogrammierte Strategie geladen. Und dann können Sie eigentlich loslegen. Ja, mehr braucht es nicht. Ja, Rechner ist ein bisschen langsam, vielleicht ist die Internetverbindung ein bisschen langsam. Und deswegen dauert es so weiter, so lange, bis die Daten geladen werden. Ist normalerweise nicht der Fall. Geht normalerweise deutlich schneller natürlich. Ne? Normalerweise ist das innerhalb von einer Sekunde da. So, und dann haben wir das Bild. Ja, und das sind jetzt hier quasi die Daily DAX Trades der letzten Tage. Wenn man so will, kann man sich das jetzt einfach mal anschauen. Und bevor ich mir jetzt mal ein oder zwei Trades rauspicke, öffne ich mal die Designerleiste und schaue auch mal, was man denn hier noch so machen kann. Ja. Und jede Strategie ist zwar fix und fertig programmiert und Sie müssen eigentlich nichts mehr ändern. Sie können das jetzt manuell, semi-automatisch, also halbautomatisch handeln, durch eine automatische Schließungsorder oder auch vollautomatisch. Aber theoretisch kann man immer noch Sachen ändern. Ja, viele Sachen sind immer noch frei änderbar. Ich zeige jetzt mal wo. Hier zum Beispiel sehen wir, dass wir in Express etwas programmiert haben. Express ist die Skriptsprache des Nanotraders. Und da hat man auch diese Entry Time, hier zum Beispiel den Span, ja, mit dem GD10. Da hat man das Entry Time 13:29. Achtung, das ist immer am Schluss dieser Zeit. Entry kommt immer nach Ende dieser Kerze, also am Anfang der 30:30 Kerze, wenn Sie so wollen. Deswegen 13:29 kann man natürlich auch anders einstellen. Und umstellen kann man zum Beispiel noch hier den Span theoretisch. Wenn man möchte, kann ich hier an dieser Schraube drehen. Ja, ändert natürlich dann auch die Signale. Schauen Sie mal den Chart. Hier zum Beispiel 4.3., Anfang des 4.3. haben wir hier grün. Ja, wenn ich das dann hier ein bisschen auf 9 ändere, wird es auf einmal rot. Da gibt es ein Short-Signal. Ne? Also man könnte natürlich auch noch mit diesen Werten spielen, manuelles Backtesting betreiben. Den Flat-Filter kann ich natürlich auch deaktivieren. Ich kann auf eine andere Uhrzeit setzen, wenn ich das möchte. Also Sie sehen, die Strategien sind nicht in Stein gemeißelt, aber sie sind ja Plug and Use vorprogrammiert, soweit, dass Sie sie eigentlich im Sinne des Erfinders anwenden können. Aber wenn Sie der Meinung sind, mit Ihren eigenen Werten, Parametern, vielleicht leicht modifizierten Uhrzeiten oder Einstellungen funktionieren sie besser und geben bessere Backtesting-Ergebnisse, dann können Sie dies natürlich tun. Es steht Ihnen frei, da selbst Entscheidungen zu treffen, manuell zu intervenieren und die Strategien nach Ihrem Gutdünken einzusetzen. Wichtig ist, dass das Ding eigentlich für Sie hier fix und fertig vorprogrammiert ist und Sie dann noch leichte Abwandlungen vornehmen können. Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, finde ich. Hier schauen wir uns mal so ein Trade an. Hier haben wir dann einen schönen Trade, dann war das hier 8.3. zum Beispiel 13:30 Uhr. Ja. Gab hiervor schon einen steigenden Trend. Also Sie sehen auch, dass dieser ADX logischerweise drüber gelegen haben muss um diese Uhrzeit. Nicht viel, aber er lag drüber. Wenn ich das Fadenkreuz mal nehme, dann sehe ich einen Wert von ungefähr 23. Ja, nee, Quatsch, wir sind hier höher. Ne? Also hier sind wir, da dürften wir ungefähr bei 6,27 sein. Und da gab es hier das Long-Signal und ab dann ging es aber auch richtig oben in dem Fall. Gucken wir mal auf Tage danach, wo es Signale gab. Es gibt nicht überall Signale, wie Sie sehen. Zwischen dem 10.3. gab es keins. Warum nicht? Wir liegen zwar über dem GD30, aber es gab einen Wert von 2,23 im Average Daily
Range-Indikator. Hier haben wir wieder ein Long-Signal. Ja, sind wir hier eingestiegen. Gibt nicht viel Plus, aber es gibt ein Plus zum Beispiel. Hier gab es ein Short-Signal, dann gab es hier auch mal ein Fehlsignal, wie man sieht. Auch hier haben wir mal verloren. Ne? Ja, also das gibt es natürlich auch. Gibt natürlich nicht nur gewinnbringende Signale. Hier gibt es wieder einen leichten Gewinn oder eher so ein Break-Even, vielleicht mit minimalem Profit. Ne? Also kann man das Signal, das sind alle natürlich auch mal Reihe nach anschauen, wenn es welche gab, wohlgemerkt, gibt nicht jeden Tag welche. Ne? Letzten 3-4 Tage gab es keine, wie man sieht. Also so kann man das jetzt hier so ein bisschen auch analysieren, Fall zu Fall, von Fall zu Fall sozusagen. So, da kommt natürlich schon mal eine Frage, wie hoch ist der Profitfaktor? Es gibt keinen Profitfaktor, den wir ausschreiben würden, lieber Burkhard, weil die Strategie ist natürlich theoretisch, wie gesagt, umwandelbar. Und außerdem, den Profitfaktor können Sie ja selbst sehen. Sie können in der Plattform hier das selbst einsehen, indem Sie die Strategie einstellen und dann auf den Zeitwert zurück backtesten. Und dann sehen Sie den Profitfaktor und kann ja jeder dann noch anders einstellen. Der Zeitrahmen zum Beispiel hier, der Timeframe ist 30 Minuten voreingestellt. Sie können das natürlich auch 15, 60 Minuten anwenden, auf 7 Minuten, auf 365 Ticks oder was auch immer. Jeder kann da eigentlich noch wie wild, sagen wir mal, sein eigenes Ding machen. Deswegen gibt es hier keine vorgefertigte, sagen wir mal, Vollparametrierung. Und Profitfaktorbestimmung hieß auch, man müsste jeden Tag dann wieder aufs Neue aufnehmen, die Daten ergänzen in die Historie. Und so eine Datenbank ist bei 74 Strategien theoretisch zigtausend verschiedene Instrumenten in allen möglichen Kombinationen unmachbar, das einfach so aufrechtzuerhalten. Ne? Deswegen gibt es hier keinen ausgewiesenen Profitfaktor. Aber die Strategie gilt nur für den DAX. Ne? Da kommt hier auch nochmal eine Frage vom Arndt. Ja, das ist eine reine DAX-Strategie. Sie ist nur für den DAX gedacht. Ich habe auch schon gesagt, natürlich können Sie es auch versuchen auf dem Eurostox, Bund Future, CAC oder Mini-Nasdaq, Mini-S&P anzuwenden. Aber sie ist eigentlich für den DAX gedacht. Ja. So, kommen wir zur nächsten. Dürfen Sie jetzt nicht zu lange aufhalten, das verbabbeln wir uns hier so ein bisschen in der Zeit. Die nächste Strategie ist die Open Trade Strategie und die ist, die ist sehr einfach und die ist auch sehr bekannt. Ne? Sie kann alle kennen, vielleicht Open Trade schon. Das ist eine Strategie, die vor allem in der ersten Handelsstunde bis Mittag so in etwa angewandt wird. Ja? Die Strategie verfolgt die Entwicklung der ersten Handelsstunde, ist so ein bisschen die Idee dahinter, weil man ja weiß, dass direkt nach Eröffnung der DAX mehr oder weniger noch so ein bisschen die Richtung sucht und die erste 30 bis 60 Minuten braucht, um tendenziell in, sagen wir mal, ungefähr 80-85% der Fälle eine Richtung zu finden. Auch danach kann es sich wieder drehen, aber wie gesagt, in mehr als 3/4 der Fälle stimmt die Richtung danach eigentlich, die er dann so gegen zwischen 9:30 und 10:00 eben gefunden hat. Wenn nichts Grundlegendes mal passiert, ne? Haben sich die ersten Verkäufer und Käufer dann eben ausgetauscht, ihre Geschäfte, die eingestellt waren und dann sollte der DAX die Richtung gefunden haben. Und das trifft ihm, wie gesagt, in vielen Fällen zu. Und das versucht die Strategie jetzt auszunutzen, indem sie, wie man das hier so ein bisschen in den Bildern auch schon sieht, eine Art Kanal zeichnet. Und das fängt so um 9 an und hört um 9:40 auf und ab 9:40 quasi wird scharf gestellt aufgrund der Grundlagen, die wir haben zwischen 9 und 9:40. Ja, also, die Open Trade Strategie ist sehr einfach und dauert nur eine Stunde. Wenn man das manuell machen will, muss man nur eine Stunde dabei sitzen, kann sich danach für den Tag festlegen. Es wird, wie gesagt, ein Trendkanal gezeichnet. Hier im Bild sieht man das ganz leicht. Ne? Das ist zum Beispiel hier die erste Kerze, 9 Uhr. Das ist diese etwas größere rote Kerze mit dem langen Doch da nach unten. Und ab da wird so eine Art dünner grüner Strich gemalt und ein dünner roter. Und Sie sehen, ab einer bestimmten Zeit werden die dicker. Das sind dann die dickeren Linien. Und das ist die 9:40 Kerz. Ab 9:40 wird das Ganze dicker. Dieser Trendkanal, der sich zeichnet, also da nimmt er natürlich das höchste hoch, das tiefste tief und malt dort erstmal einen Kanal zwischen 9 und 9:40 mit dünnen Linien, rot und grün. Und die verdicken sich und versteifen sich dann um 9:40. Ab da werden keine höheren Hochs oder tieferen Tiefs mehr bezeichnet oder in den Kanal mit aufgenommen. Der Kanal hat sich dann versteift, verfestigt um 9:40 und bleibt dann
linear, also er bleibt dann quasi waagerecht, wird dann gezeichnet. Und wenn dieser Kanal, ja, zwischen eben 9:40 Uhr und der Mittagszeit durchbrochen wird, dann sieht man ja auch hier, wenn es da einen Breakout gibt, wird in die Richtung dieses Trends gehandelt. Es muss einen nachhaltigen Ausbruch geben, der muss also darüber schließen oder darunter schließen. Und das ist das ganze Geheimnis der Open Trade Strategie. Mehr ist es nicht. Auch hier sehen Sie, ist es recht simpel gehalten. Ne? Also Buy Long gibt es bei Breakout und einem Close. Also wir müssen Schlusskurs darüber haben. Bei Ausbruch und einem Schlusskurs über dem 40-Minuten-Trendkanal. Da gibt es, wie gesagt, ein Long-Signal. Und ein Sell Short gäbe es natürlich, wenn wir nach unten ausbrechen würden. Ja? Also gibt es also einen Ausbruch nach unten innerhalb dieses Trendkanals, wie gesagt, bis Mittag. Dann gibt es ein Close. Es gibt hier keinen weiteren Filter oder keinen weiteren Indikator, der hier rein spielen würde. Es ist ein ganz einfacher Trendkanal, der bei Verlassen nach oben und Verlassen nach unten einfach in diese jede oder jene Richtung gehandelt wird. Ja. Exit ist um 13 Uhr per Stopp oder per Gewinnziel. Ja. Sorry, beziehungsweise per Stopp oder Gewinnziel gehen wir natürlich vor 13 Uhr raus. Gibt ein Money Management, in dem Fall gibt es ein angewandtes Money Management, Stopp und Gewinnziel mittels einer multiplen ATR. Stopp steht auf 2,5 ATR per Vorstellung. Das kann man auch noch einstellen, wenn Sie das möchten. Wenn die Volatilität zum Beispiel abnimmt oder zunimmt, kann man das dementsprechend anpassen. Ansonsten gehen wir hier um 13 Uhr auch wieder per Flatfilter raus aus der Position. Wenn sich bis mittags nichts tut, gehen wir raus. Gibt es bis Mittag überhaupt kein Verlassen dieser Range? Dann gehen wir nach, also gibt es weder ein Long noch ein Short Entry, machen wir nichts, wird auch kein Signal mehr umgesetzt nach 13 Uhr. Gibt es nach 13 Uhr, beziehungsweise gibt es einen Einstieg, wie hier in dem Beispiel zum Beispiel, ist ja noch 12:20 Uhr oder so in etwa, 12:25 Uhr gab es dann noch den Einstieg. Gibt es einen Einstieg, ja, und wird das Target wie in dem Fall geholt, passiert natürlich nichts, da wird die Position glattgestellt und kein weiteres Signal eingenommen. Gibt es keinen Exit, wird um 13 Uhr einfach glattgestellt. Ja. Das haben wir hier zum Beispiel, sehen wir das. Ne? Hier gibt es ein Long-Signal nach Ausbruch und das Target wird erreicht, das ist die grüne Linie. Und im zweiten Beispiel sehen wir hier ein Long-Signal und hier wird zum Beispiel der Stopp erreicht in dem Fall. Ne? Bringe hier immer ein positives und auch ein negatives Beispiel mit. Soll ja nicht heißen, wir zeigen nur positive Beispiele, also als sei die Strategie 100% profitabel. So operieren wir definitiv natürlich nicht. So, jetzt gehen wir das Ganze auch mal der Plattform mal zeigen. Ich brauche hier natürlich kein neues Instrument anwenden. Könnte ich natürlich auch, wenn Sie einen zweiten Chart hinzufügen wollen, geht aber einfacher, indem wir hier über Analysen gehen und einfach die Analyse ändern. Ja, in die Zahlanalysen, Signale, ja, Strategien. Und jetzt suchen wir unsere Open Trade. Und da haben wir unsere Open Trade Strategie. Jetzt scheint das Ganze auch ein bisschen schneller zu gehen. Obwohl er immer noch lädt. Aber das meiste ist schon da. Und wenn ich jetzt nach unten gehe, sehe ich auch hier den Metasentimentor und unsere Signale. Und schauen wir mal, wo wir denn. Ich sehe keine Signale. Doch, da. So. Hier haben wir zum Beispiel das Signal heute. Gestern gab es keins, wie ich sehe. Schauen wir mal. Heute auf den 22., auf den heutigen Tag. Hier gab es ein Signal. Also hier schauen wir uns das Bild jetzt einfach mal an von heute. 9 Uhr Kerze. Hier sehen wir die rote große 9 Uhr Kerze. Da ging es erstmal kräftig runter. So, dann ging es wieder kräftig nach oben. Auch typisch, ne, wie man sieht. Ja, also Sie sehen, in der ersten Handelsstunde passiert ein bisschen so hoch, runter, versucht der Markt eine Richtung zu finden. Die hat er offensichtlich dann schon wieder gefunden. Also die Käufer. Schlusskäufer sind wieder eingestiegen. Ja, und dann wurde dieser Trendkanal gezeichnet. Das tiefste Tief war hier, ne, 9:05 Uhr. Also insofern ist dieses untere Band des Trendkanals hier fixiert, bei 14.550 ungefähr. Und das obere hat sich dann versteift um 9:40 Uhr hier bei 14.645 ungefähr. Ab dann ging es oder hieß es warten. Gibt es einen Ausbruch? Ja oder nein? Hier haben wir drüber geschlossen. Ergo. Long-Signal und Sie sehen, es ist nichts passiert, das Target wurde nicht erreicht. Ja, also haben wir dann im Nachgang die Position um 13 Uhr geschlossen. Ja, das sehen wir dann hier. Da ist dann der Flatfilter aktiv. Das ist der übrigens dieser hellblaue Hintergrund oder leicht lila. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen rüberkommt. 13 Uhr, Punkt 13 Uhr ist automatisch dann Schluss.
gucken wir in der Designerleiste. Das ist dann hier auch so festgehalten. Oben Trade Express. Start Trading 9 Uhr. Start der Strategie 9 Uhr wird gemessen. Start Trading 9.40 Uhr. End Trading 13 Uhr. Ja. Und natürlich kann man über allen Strategien sich durch eine Open Box, also quasi durch ein Pop-up-Window oder ein Sound, der abgespielt wird, oder per E-Mail bestätigen lassen, ob es hier, wenn es hier ein Signal gibt, also wenn Sie mal das Ganze auf dem Rechner runterfahren oder minimieren und anderweitig arbeiten, können Sie natürlich trotzdem über etwaige Signale Ihrer Strategien informiert werden. Na, natürlich kann man solche Uhrzeiten im Übrigen auch verstellen, diese Morning Buy oder Geschichte, das sehen wir auch gleich nochmal, gibt es ja auch für Morning bei Amerika. Open Trade wird auch oft genutzt für den S&P zum Beispiel, nicht nur für den DAX, auch für amerikanische Indizes. Und da müsste man das Ganze natürlich stellen auf 15:30, 16:10 und eben 19 Uhr zum Beispiel. Da muss man das Ganze natürlich anpassen auf die amerikanischen Märkte, wenn die Amerikaner dann Mittag machen, dass das dann Schluss ist, wo die Volatilität meist abnimmt und das Ganze wieder meistens immer ein bisschen gegen die initiale Trendrichtung zurückkommt. Dass ich abspreche und die Mittagszeit in vielen Fällen, nicht immer natürlich, klar, aber in vielen Fällen, damit man dann auf jeden Fall draußen ist, kann man alles anpassen, indem man die Uhrzeiten hier zum Beispiel anklickt, ja, hier in der Klammer die Werte und dann eben hier zum Beispiel verstellt. Ja. Oder man macht es hier links in der Designerleiste, geht logischerweise auch. Ja. So, Open Trade gibt es dazu. Ich muss gerade mal die Fragenfenster nochmal anschauen. Es gibt Fragen, die gehören jetzt ein bisschen weniger hier rein, aber sucht jemand eine Russell-Strategie? Russell-Strategie haben wir nicht im Angebot, aber schauen Sie doch mal, lieber Arndt, in unsere ganzen Strategien, in die 74, da gibt es viele, die sind sehr allgemein gehalten für viele Indizes, gelten generell für Börsenindizes, insofern auch mit Sicherheit auf den Russell anwendbar. Und der Dirk fragt, auf welcher Zeitebene ist diese Open Trade anwendbar? Ja, das ist in 40 Minuten. Hoppla, können ja gleich nochmal, geht gerade nochmal in die Plattform rein. Die Strategie läuft hier im 5-Minuten-Rhythmus eben. Man kann natürlich auch auf andere Zeitebenen gehen. Letztendlich bleibt ja das Zeitfenster gleich, beziehungsweise der Ansatz bleibt ja gleich. Ja, aber das Ganze ist im 5-Minuten-Rhythmus, im 5-Minuten-Timeframe wird das eigentlich angewandt. Das ist die klassische Anwendung. Wie gesagt, es ist nichts in Stein gemeißelt. Sie können das alles umändern. Ich kann natürlich auch hier den Timeframe, wie Sie sehen, auf 10 Minuten setzen. Dann sind da halt ein bisschen weniger Kerzen drin. Das Signal bleibt, aber wir haben trotzdem das Signal, weil die Range auch bleibt und die Zeichnung bleibt. Aber es ist eben ein anderes Timeframe. Das kann alles ausprobiert werden ihrerseits natürlich. So, kommen wir zur dritten Strategie. Morning Buy. Morning Buy gibt es eben für EU und Amerika, und Morning Buy EU wird meistens eigentlich auf den DAX angewandt und ist auch extrem simpel, weil erstmal gibt es nur eine Art Trendbestimmung mittels eines MACDs in einer übergeordneten Aggregation, in einem 240-Minuten-Chart, einem 4-Stunden-Chart, also. Und es gibt ja auch keine Short-Verkäufe. Sprich, die Strategie wirft nicht jeden Tag ein Signal ab. Ja, aber wenn, dann ist es recht vielversprechend. Und das Money-Management wird recht weit gesetzt. Ja, man sieht das hier zum Beispiel schon. Stopp bei 1%, Gewinnziel bei 3%. Es ist einfach so gedacht, dass wir hier recht engen Stopp haben und Gewinnziel, was sehr weit weg ist. Das wird natürlich im Jahr äußerst selten erreicht, 3% bis abends zu holen in dem Index. Aber das eine oder andere Mal passiert es eben, und darauf kommt es an, dass man dann die große Bewegung natürlich auch dann mal mitnimmt, Gewinne laufen lässt. Es wird früh eingestiegen, morgens schon um 9.30 Uhr. Es gibt keine Shorts, um das hier mal zusammenzufassen, und spät verkauft. Also früher Kauf, niemals Short und später Verkauf. Und das Ganze, wie gesagt, ist eine reine Long-Strategie. Shorts sind unmöglich. Und ein Moving Average, Convergence, Divergence über die ganz normale Parametrierung von 12 und 26 wird eben über einen Timeframe, mit einem übergeordneten Timeframe von 4 Stunden berechnet. Und wenn dieser MACD positiv ist, also die kürzere oder schnellere Linie
überhalb der etwas geglätteteren, langsameren 26er-Periode-Linie liegt. Dann haben wir einen positiv ausgerichteten MACD. Dann gibt es eben einen Long Entry um 9:30 Uhr. Da liegt diese Linie darunter, also ist das Verhältnis umgekehrt, sodass wir quasi einen negativen MACD haben. Also die 12er-Linie unterhalb der 26er-Linie liegt. Dann gibt es kein Entry, also weder Long noch Short. Ja, Short gibt es eh nicht. So, um 21:30 Uhr wird auch hier wieder, das ist schon das dritte Strategie, die abends dann eben oder mittags, wie jetzt Open Trade, per Flatfilter glatt stellt. Ja. Es gibt aber auch, wie gesagt, ein kombiniertes, so wie bei Open Trade, kombiniertes Money Management mit Flatfilter, sodass wir auf der sicheren Seite sind. Also hier nicht über Nacht bleiben, no, never overnight. Und der Stopp eben recht eng und das Gewinnziel recht weit. Wir gucken uns auch hier sieht man zum Beispiel mal so ein Screenshot über mehrere Tage hintereinander, über 4 konsekutive Tage, aufeinanderfolgende Tage. Hier haben wir ein Long-Signal, es ist klein zu erkennen. Man sieht, dass der Stopp nicht so weit weg ist, aber das Gewinnziel eben extrem weit weg ist. Ja. Hier haben wir einen leichten Verlust, da gehen wir long, bisschen tiefer steigen wir aus. Ja, auch hier der Flatfilter, das grau hinterlegte im Chart ist immer der Flatfilter oder dieses leicht hellblau hinterlegte. Hier haben wir ein Long-Signal am Tag 2, wir haben einen ordentlichen Gewinn eingefahren. Am Tag 3 haben wir wieder ein Long-Signal, wieder einen sehr guten Gewinn eingefahren. Und hier, schauen Sie, haben wir auch mal ein Beispiel wieder für ein Verlust Trade. So viel muss natürlich sein. So, auch hier gucken wir uns das Ganze gerne mal an. Ich ändere mal auf die Strategien und nehme mal die Morning Buy jetzt. Und so, sehen Sie, da haben Sie ja die EU-Variante und die US-Variante. Die sind dann eben so vorprogrammiert, dass die Zeiten schon stimmen, dass Sie nichts ändern müssen. Aber es ist ja ein leichtes, eigentlich hier Änderungen vorzunehmen. In der Designerleiste zum Beispiel Time Entry, ja, und das Ganze eben zu steuern, können Sie, denke ich mal, auch selbst. Flatfilter bleibt natürlich in beiden Fällen der gleiche. Hier hat man den MACD, ne, und der ist in den Standardeinstellungen. Das ist also, wie gesagt, kein Hokuspokus, wie Sie sehen. Ja, das ist, denke ich mal, von jedem machbar. So, jetzt schauen wir mal hier an, was wir hier die letzten Tage haben. Hier haben wir hier haben wir zum Beispiel den MACD, hoppla, ja, da sehen wir die etwas geglättetere Linie, das ist die rote, die 26er Linie. Dann sehen wir auch, wann er negativ, wann er positiv ist zum Beispiel. Gucken wir uns mal hier mal 3 Tage in Folge an. So, wir sehen keine Signale. Ne? Wir können aber, der Mittelzentimeter ist aber drin. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich die Signale aktiviere. So, jetzt schauen wir mal hier in den letzten Tagen. Schauen wir uns mal hier mal diese Tage vom 9. bis 12. an. Da sehen wir zwar schon mal 3 Tage aufeinander, was diese Strategie gemacht hätte. Ja, hier haben wir also einen Long Entry, weil die blaue Linie über der roten liegt, also positiver MACD natürlich. Und dann hier um 9:30 Uhr Einstiegssignal. So, da sind wir eingestiegen bei ungefähr, der Öffnungskurs ist hier 14.381. Geschlossen hat der Flatfilter bei 14.463, also plus 80 Punkte. Ja, sind im FDAX 80 mal 25, das sind schon 2.000 Euro. Das ist schon mal nicht so schlecht mit einem Lot 2.000 Euro. So, dann haben wir hier am nächsten Tag auch wieder 445 ein Entry und 555, 110 Punkte Gewinn. Das sind auch schon mal wieder dann 2600 etwas Punkte Gewinn. Hier haben wir einen kleinen Verlust, wie wir sehen. Da sind wir da reingegangen und 20, 25 Punkte später sind wir ausgestoppt worden. Nicht der Rede wert gegenüber den Vortagstrades. Na, Sie sehen, die Strategie. Hier haben wir nochmal 2 Trades, die sehen aber auch leicht verlustreich aus. Obwohl hier sind wir hier eingestiegen, boah, sogar im selben Niveau oder leicht drüber sogar ausgestiegen. Kaum Verlust, hier auch wenig Verlust. Also sehen, der Stopp wurde eigentlich nirgends geholt. Ich will gerade mal gucken, ob wir irgendwo Beispiele sehen, wo wir hier ausgestoppt wurden oder das Target geholt wurden. Die sehe ich jetzt nicht so kurzfristig hier. Vielleicht. Ah, hier sieht man mal
Stop, hier gab es ein Long Entry, da gab es tatsächlich mal einen Stop, ne? Und hier auch. So, hier sehen wir auch mal ein ausgestopptes, ne? Da, wo wir jetzt wirklich ein Target Gold hätten, sehen wir natürlich nicht. Also wie gesagt, das passiert sehr selten, aber bei sehr großen Movements, das ist extrem selten der Fall. Vielleicht 3 bis 5 Mal im Jahr ist das der Fall. Aber die Fälle gibt und die fangen natürlich dann auch so kleine Verluste dann natürlich auf mit der riesen Gegenbewegung natürlich, ne? So, und last but not least kommen wir noch zum Turnaround Tuesday. Eine meiner Lieblingsstrategien und auch eine Strategie, die übrigens André Stagge oder für die André Stagge, mit dem Freitag noch im Börsentag München online waren, vielleicht haben Sie es gesehen, mitentwickelt hat. Was heißt mitentwickelt? Es ist ja ein saisonaler oder ein preis- und markttechnischer Effekt einfach nur, der dort gehandelt wird. Und das werden Sie hier auch in der Beschreibung dann nochmal nachlesen können. Ich habe, glaube ich, das hier. Mal gucken. Die Break, nee, da waren wir bei der Breakaway Gap. Das glaube ich, hier steht es auch. Hier der Turnaround Tuesday. Ja, vom Fondsmanager André Stagge verwendete, heißt auch nicht entdeckte oder erfundene Strategie, sondern verwendete Strategie, zeichnet sich eben durch die Einfachheit aus. Wenn der DAX-Index bärisch ist, kaufen Sie am Montagabend und kaufen dann am Dienstagvormittag. Ja, es ist oft so, dass eben das, was am Wochenende, sagen wir mal, nachgeholt wird, dann sich wieder dreht am Dienstag. Die Hysterie, die vielleicht am Montag noch herrscht, infolge von Wochenend nach Wien, wenn man so will, kehrt sich bei einem normalen guten Trend dann am Dienstag wieder um. Und das versucht der Turnaround Tuesday umzusetzen. Ist eine einfache Strategie, wie gesagt, nur long. Ja, und es passiert auch nicht viel. Ja. Also man kauft einen bärischen DAX und setzt auf eine Erholung. Das ist der Kerngedanke. Der DAX, der vielleicht montags bärisch ist und auch nicht ein leicht bärischen DAX, sondern ein muss schon unter einem bestimmten Wert fallen. Und der wird bestimmt mit dem gleitenden Durchschnitt 34er Periode, also der MA 34 oder GD 34, je nachdem, was Sie gerne als Ausdruck nehmen. Moving Average oder gleitender Durchschnitt 34 ist das Kernelement zur Bestimmung, ob wir hier überhaupt abends einsteigen, long. Ja, und zwar muss der DAX dann eben um etwa 17:30 Uhr abends bei Schluss der Aktienmärkte, der Xetra-Märkte, muss er unter der GD 34 liegen. Ansonsten gibt es kein Long-Signal, steigen wir nicht ein. Ist das aber der Fall, gibt es einen Long-Kauf und am Mittwoch früh um etwa 9 Uhr wird einfach zum Marktpreis verkauft. Ja, das ist alles bei Markteröffnung wird verkauft. Weil das Ganze läuft ja fast schon rund um die Uhr mittlerweile, ne? FDAX und auch der Germany 30 im CFD-Bereich laufen ja fast rund um die Uhr. Gibt auch hier keinen Stopp, kein Gewinnziel. Und Sie sehen, diese Strategie ist Bestandteil von Investui, unserem Investment-Produkt. Und diese Strategie hat hier auch im wirklichen Handel seit 2007 eine enorm gute Performance erzielt, wie man das sieht. Einfach nur, indem man einmal in der Woche, ja, und das ist nur diese Strategie, wohlgemerkt, nicht die Kombination aus den 4 gezeigten Strategien, es ist nur diese, indem man eben einmal in der Woche, Montagabends schaut, liegt der DAX unter dem gleitenden Durchschnitt von 34, ja oder nein, ja, von 34 Perioden und dann wird er gekauft, einfach nur long eingekauft. Die Positionsgröße kann man natürlich anhand seiner Kontogröße selbst bestimmen, indem man ein bisschen den Hebel steuert. Das kann man selbst machen. Und am nächsten Morgen muss ich ihn einfach verkaufen. Und wenn Sie das 52 Wochen durchhalten, sollte das eine ordentliche Performance ergeben. Ja, auch hier kann man das Ganze natürlich auch anwenden in der Plattform. Und über WHS-Strategien gibt es hier den Turnaround Tuesday. Ganz unten, einer der letzten Strategien ist das. Und auch die können Sie natürlich dann live verfolgen. Und im Übrigen auf investui.de kann das Ganze auch live verfolgt werden und auch die Einzeltrade-Ergebnisse der letzten Monate und Jahre eingesehen werden. Wenn Sie das mal interessiert, investui.de, schauen Sie mal vorbei. Das ist unser Investmentprogramm für alle die per Art Mail-and-Click-Service handeln möchten, zum Beispiel von diesen Strategien. Da sind 4 Strategien und 4 Ansätze drin, werden 2 bis 3 pro Woche gehandelt. Und da kriegen Sie eine E-Mail und müssen einfach nur bestätigen, dass der Trade auf Ihrem Konto gemacht werden soll, ausgeführt werden soll oder nicht. Man kann es sogar jetzt automatisieren, per Mandat an uns übertragen und dann machen wir das für Sie in dem Fall.
Auch das ist ab sofort möglich. So, hier haben wir die Strategie, ja. Und aber hier habe ich jetzt keine Signale. Die Strategie zeigt die Signale nicht. Da muss ich jetzt mal gerade mal schauen. Da habe ich die Moving Average 34. Da muss ich natürlich jetzt einfach gucken, der Wert drunter oder drüber lag. Aber das werden wir jetzt auch in der Zeit im einzelnen Trade-Analyse nicht mehr schaffen. Bleibt aber festzuhalten, und ich wiederhole nochmal, und ich gehe es nochmal ganz kurz durch, dass wir vier wirklich einfache, ne? Sie haben gesehen, und lassen Sie sich auf einem Slide zusammenfassen einfach, und effektive DAX-Strategien für Einsteiger haben, die Sie alle per, das ist wichtig, per Click and Drop, also per Click and Drop, per Drag and Drop, ja, per Click and View, per Click and Trade bedienen können. Also Chart öffnen, DAX-Chart öffnen, auf Analysen klicken, die Strategie reinladen und ansetzen. Entweder ansetzen auf Auto-Order, dann ist das vollautomatisch, oder auf TradeGuard dann Auto-Order, dann haben Sie eine Halbautomatik, oder auf, oder Sie lassen es eben auf deaktiviert, dann können Sie das Ganze auch manuell handeln. Die Strategien sind alle kostenlos, sie sind so weit vorprogrammiert für Sie, dass Sie sie einfach anwenden können. Im Sinne des Entdeckers, Erfinders, Schreibers der Strategies oder was auch immer. Aber Sie können sie, wie gesagt, selber noch modifizieren. Das ist auch ganz wichtig. Es sind keine starren Gebilde. Ja. Daily DAX, das ist die Kombination aus zwei Trading-Konzepten. Ja. Trendrichtung und Trendstärke mit dem ADX. Gibt nicht jeden Tag einen Trade. Ja. Zwei Bedingungen müssen beide parallel erfüllt sein. Open Trade, ja, das war die Geschichte mit jeden Tag. Ja, wird der Trendkanal gezeichnet und ein Breakout-Trade auf oder runter bis spätestens 13 Uhr. Morning Buy ist eine reine Long-Strategie, wie auch Turnaround Tuesday, reine Long-Strategie und auch nicht jeden Tag ein Trade, sondern nur, wenn es positiven MACD gibt und Turnaround Tuesday. Dafür muss es einen sehr bärischen DAX Montagabend geben, den ganzen Tag eigentlich über, damit wir hier abends einsteigen und den Turnaround auf den, in der Nacht zum Dienstag handeln. Im Übrigen hätte ich da mal, ich gehe auch gleich nochmal auf die Anfragen ein Ihrerseits. Meine Frage an Sie, bitte mal um kurze Antwort. Es gibt jetzt hier drei Antwortmöglichkeiten auf die Frage, wann haben Sie eigentlich mit dem Live-Trading angefangen? Und jede Antwort passt mindestens zu einem Kandidaten und zu einem Zuschauer. Also schließen sich alle so ein bisschen gegenseitig aus. Entweder handeln Sie im Moment überhaupt nicht oder Sie sind in den letzten 3 Jahren eingestiegen. Oder handeln eben schon länger als 3 oder 4 Jahre. Dann können Sie sich jetzt hier gerne mal beteiligen bei dieser Umfrage. Würde mich sehr freuen, wenn Sie sich hier beteiligen würden. Und hoppla, ansonsten sehe ich auch noch, dass viele neue Namen und würde auch gerne mal wissen, ob es irgendjemand gibt, der vielleicht aufgrund des Angebots, was wir hier haben, diese ganzen kostenlosen 75 Handelssysteme, die wir umsonst anbieten. Und ich habe ja nur vier vorgestellt heute für den DAX. Ja, das ist eins der meistgehandelten Instrumente. Ob es vielleicht irgendjemand gibt, der Interesse hat, hier Kunde zu werden, dann darf er auch hier gerne jetzt Ja sagen. Wenn es denn jemand gibt, der Interesse hat, dann soll er bitte Telefonnummer in den Chat reinschreiben und hier auf Ja klicken und Name und Telefonnummer in den Chat schreiben. Dann würde ich ihn in den nächsten Tagen einfach mal kontaktieren, ihm ein Neukundenangebot machen, mal gucken, wo Sie dann handeln. Können wir mal drüber reden, was Sie handeln, wie viel. Und vielleicht bekommen Sie dann von mir ein gutes Angebot abseits, jenseits der auf der Webseite aufgelisteten Gebühren. Vor allen Dingen, wenn Sie viel handeln, etwas größeres Konto haben, dann kriegen Sie mit Sicherheit ein gutes Angebot. Da können Sie sich gerne hier auch beteiligen. Dann würde ich mich in den nächsten Tagen bei Ihnen melden. So, ja, wenn Sie noch hoppla, Fragen haben, können Sie die gerne loswerden. Ach so, da wollte ich nochmal zeigen. Alles habe ich ja schon, wo das Ganze zu finden ist, ne? Diese Kosten- und Leistungsbeschreibung einer jeden Strategie. Jetzt schaue ich mal, ob wir noch Fragen haben bei Ihnen, ob ich Sie noch fragen, ob ich noch Fragen sehe Ihrerseits so hoppla. Für welche Zeiteinheit funktioniert die Open Trade Strategie? Ich glaube, da hat man schon beantwortet, ne? 5 Minuten ist auf jeden Fall die Voreinstellung, das, was angedacht ist, ne? Die Open Trade Strategie, aber können Sie natürlich auch, wie gesagt, verändern. Strategien funktionieren nur für Future oder auch für CFDs, fragt der Oliver. Beides. Ne? Also wenn hier von DAX die Rede ist, funktioniert es eigentlich bei beiden. Das sollte ähnliche, fast deckungsgleiche Ergebnisse bekommen. Können Sie mit beiden anwenden? Der Nanotrader, hat ja nicht jeder die Möglichkeit, mit großem Geld ein Future-Konto zu öffnen und zu handeln. Insofern kann die Strategien auch für CFD angewandt werden, selbstverständlich. Ja. Gibt es wieder eine Aufzeichnung? Lieber Robert, natürlich gibt es eine Aufzeichnung. Jedes unserer Webinare wird aufgezeichnet und kann in etwa
ein, zwei Wochen später im YouTube-Kanal kostenlos abgerufen werden. Brauchen wir den Nanotrader Full für die Strategien? Fragte David. Ja, das hatte ich anfangs genannt. Nur der Nanotrader Full kann alle 74 Strategien automatisch handeln. Im Nano Free gibt es nur 5 dieser 74 Strategien und die sind auch Nutzeransicht. Also Sie sehen zwar da einen Verlauf und Sie sehen die Signale, aber Sie können sich nicht handeln. Nur die Automatik und das alles ist machbar mit dem Nanotrader Full. Wie hoch sind die monatlichen Gebühren vom Full? 29 Euro. Wenn Sie Kunde sind, können Sie das auch mal einen Monat testen oder zwei. Und wenn Sie sagen, oh, das bringt mir keinen Mehrwert, ich gehe wieder zurück auf den Free, dann ist das überhaupt kein Thema. Dann setzen wir Sie wieder runter. Ja, kann man auch für einen Monat machen, wenn Sie einfach mal am 28. 29. jetzt eine E-Mail schreiben und sagen, so bitte für den April mal den Full einbuchen für mich. Dann spielen Sie da ein bisschen drin rum und zahlen die 29 Euro. Und dann, weiß ich nicht, so um den 25. rum würde ich dann auf jeden Fall eine E-Mail schreiben und das abbestellen, damit es nicht noch in den Mai weiterläuft. Bei Turner Tuesday wird der MA34 in welchem Zeitfenster eingesetzt? Das ist, ja, da müssen wir gerade auch noch selber nochmal schauen. Da sind wir im 5-Minuten-Chart. Turner Tuesday sind wir hier auch im 5-Minuten-Chart. Ja. So, die letzte Frage. Um die Auswahl, fragt der Dirk. Letzte Frage sollte, oh, das verstehe ich nicht. Dirk, vielleicht die Frage nochmal, die letzte Ausfrage. Ich bin Kunde. Dirk, vielleicht nochmal die Frage komplett stellen. Muss man für die Strategien, das habe ich nochmal eine Frage, muss man für die Strategien die ganze Zeit online sein, fragt der Marco. Interessante Frage, Marco, nein, muss man nicht. Können den Nanotrader wir haben die Möglichkeit, oder Sie haben die Möglichkeit, besser gesagt bei uns, ein VPS-System dazu zu buchen. Ist vor allen Dingen günstig für die Leute, die Strategien handeln, wo jeden Tag ein Trade abgesetzt wird zum Beispiel. Wenn Sie im Mittel jeden Tag einen Trade haben, kostet Sie so ein VPS-System-Zugang nur noch 10 Euro monatlich. Und da können Sie das Ganze in der VPS aufbauen, Ihre Strategie einsetzen, aktiv stellen, auf Auto-Order stellen, laufen lassen. Und da wählen Sie sich eben, das ist auch systemunabhängig für all die, die Mac-User sind, brauchen dann auch kein Parallels und nichts. Die können über die VPS-Lösung gehen, Safari, Chrome, was auch immer. Da gibt es dann den Zugang zu einer Cloud-Stelle, Citrix nutzen wir. Und dann können Sie das Ganze auf einer virtuellen PC-Seite eben das Ganze laufen lassen. Aber dazu müssen Sie dann nicht mehr online sein. Kann dann auch von jedem Rechner und Computer, auch von Smartphones, Tablets und so weiter angehalten und gesteuert werden. So, ja, der Dirk fragt, bei der Umfrage wird nur gefragt, ob man Kunde werden möchte. Genau, dafür hatte ich dir gestellt. Oder verstehe ich jetzt nicht? Dirk, ich verstehe leider die Frage nicht. Vielleicht sprechen wir hinterher mal oder Sie schreiben mir eine E-Mail, was Ihr Anliegen ist. Kann man andere Indikatoren hinzufügen? Fragt die Dorothee. Ja, das kann man. Sie können jede Strategie, hat es ja gezeigt, nochmal wirklich modifizieren. Sie können Timeframe ändern. Sie können Parameter der Indikatoren eigentlich verändern. Start- und Endzeit der Strategie kann man verändern. Man kann das Money Management verändern. Wenn man beim Stop nicht unbedingt 2,5 ATR haben will, kann man das auf 1,5 ATR ändern, wenn es weniger volatile Phasen gibt. Und man kann natürlich auch noch Indikatoren hinzufügen, wenn man möchte. Ja, man kann das. Also man kann Indikatoren, Flatfilter kann man rausnehmen, wenn man will. Man kann Stopp hinzufügen oder ersetzen durch einen anderen Trailing Stop. Man kann Indikatoren hinzufügen oder ändern. Das geht alles. Ja. Ja. So. Ja. Keine weiteren Fragen soweit. Ich sage an der Stelle erstmal schon mal vielen Dank für alle, die jetzt noch geblieben sind, auch für die Fragerunde und bei allen vielen Teilnehmern, die eingeloggt waren und bedanke mich für Ihre Teilnahme. Habe mich sehr gefreut, ein bisschen was zeigen zu dürfen. Wenn Sie Interesse gefunden haben, etwas anzuwenden, dann nutzen Sie es so, wie Sie es jetzt gesehen haben. Und wenn Sie Interesse haben, Kunde zu werden, dann würde ich mich freuen, wenn Sie ein Konto öffnen würden. Mini-Konto geht da 500 Euro los, ohne Verpflichtung. Keine Inaktivitätsgebühr, die ersten 12 Monate. Keine fixen Kosten. Wenn Sie nur Demo handeln, handeln Sie zu Nulltarif und sind völlig kostenfrei erstmal bei uns unterwegs. So. Der Rolf Dieter schreibt mir was. Rolf Dieter, das müssen Sie bitte mir per E-Mail schreiben. Schreiben Sie mir eine E-Mail, wenn Sie Gesprächsbedarf haben mit Terminvorschlägen. Der Chat geht bei mir nämlich auch gleich zu. Ich kann mir das oder darf mir das auch nicht
Ich bin auch auf einer anderen Serverseite, wenn Sie es so wollen. Also es ist schwer für mich nachzuvollziehen hinterher. Wenn es geht, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail, lieber Rolf Dieter, oder an info@wsf-invest und lassen Sie mir einfach durchstellen. Mein Name ist Marc Kiewitz oder Sie haben vielleicht meine E-Mail-Adresse. Dann können Sie mich auch direkt anschreiben. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Feierabend. Wo immer Sie sind, bleiben Sie gesund und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Webinar von mir, von meinen Kollegen, einfach wieder einschalten. In dem Sinne, alles Gute.